Ja, und freue mich, Sie jetzt alle begrüßen zu können zu unserer Ringvorlesung, die ja eine Winterpause hatte. Von daher ist das jetzt die erste Sitzung im neuen Jahr und dann kann ich auch allen Teilnehmenden, die jetzt dabei sind und vielleicht auch vorher schon regelmäßig dabei waren, erst nochmal frohe Weihnachten, ein frohes neues Jahr wünschen und ja, freue mich, dass wir jetzt sozusagen in der Schlussphase der Ringvorlesung sind, also die letzten Sitzungen, bevor das Semester dann auch zu Ende geht. Ja, und freue mich, dass wir heute auch wieder ein spannendes Projekt haben aus der BMBF-Förderlinie Digitalisierung im Bildungsbereich, um die es ja hier geht. Und ja, vom Mercator-Institut sind das ja Professor Motzek, Frau Dede und Frau Michels, die uns heute ihr Projekt vorstellen werden. AdTools nennt sich das. Einsatz digitaler, ups, jetzt ist hier gerade das Ding verschoben worden. Mach ich mal wieder zurück. Genau, also digitaler Tools, Schreibtools im Fachunterricht der Sekundarstufe. Ja, sicherlich, wie so viele der Themen, die wir immer haben, auch wieder, glaube ich, ganz aktuell und sicherlich im Moment sehr gefragt. Und ich selber, wenn ich im Bereich so Schule, irgendwelche Veranstaltungen mache, das ist auch immer wieder eine Frage, die dann so an mich herangetragen wird, ob man jetzt mit digitalen Schreibtools, ob das jetzt besser ist, als wenn man normal schreibt und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich auch für die Praxis sehr, sehr spannend und ja, ich bin gespannt, was Sie uns so vorstellen werden. Ja, wir machen das wie immer, nur ganz kurz, also 30 bis 40 Minuten wird die Präsentation dauern. Und Sie haben halt als Teilnehmer natürlich die Möglichkeit, in den Chat zu schreiben, zu kommentieren, Fragen zu stellen. Das können Sie natürlich während der Präsentation schon machen. Ich werde das immer so ein bisschen beobachten. Ja, gerade wenn es jetzt vielleicht ganz dringende Fragen gibt und jetzt irgendwie ein Begriff völlig unklar ist, können Sie es natürlich reinschreiben. Ansonsten gibt es dann halt im Anschluss an die Präsentation eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, natürlich auch mündlich. Das können Sie gerne machen mit Kamera und Ton. Können Sie aber auch einfach gerne in den Chat schreiben und ich werde dann versuchen, das so ein bisschen zu sammeln und die Fragen zu stellen. Genau, wir haben so ein bisschen Tonprobleme gehabt, irgendwie Echo leider etwas. Deswegen sind hier ein paar Mikros stumm geschaltet. Wir hoffen, dass das jetzt nicht zum Problem wird und dass wir das ganz gut hinkriegen. Wenn es dann doch mal ein Echo gibt aus Versehen oder so, dann bitte ich das zu entschuldigen. Dann versuchen wir das möglichst schnell wieder zu korrigieren. Ja, und dann würde ich übergeben an die Referentin. Ich weiß nicht genau, wer startet, aber können sozusagen gerne anfangen. Ja, ich glaube, vorgesehen war, dass ich starte. Sie müssten mir jetzt einmal ein kurzes Signal geben, ob man mich versteht und das Ganze ohne Hall ist. Hört man mich? Minitacken lauter wäre super. So, jetzt geht's. Ja, dann sollten wir jetzt die zweite Folie nehmen. Ich will nur ganz kurz ins Thema einführen und sagen, dass wir uns sehr freuen, hier im Rahmen dieser Ringvorlesung unser Projekt vorstellen zu können. Das Thema ist ja schon genannt worden, AdTools. Es geht um das Schreiben im Fachunterricht der Sekundarstufe und warum dieses Vorhaben im Rahmen des Meta-Vorhabens dabei ist, mag an den folgenden Punkten liegen, nämlich erstens, dass Lesen und Schreiben Schlüsselqualifikationen sind, nicht nur um in der Schule und in der Bildung dabei zu sein, sondern auch eine vollständige Teilhabe in der Gesellschaft ist eigentlich nur möglich, wenn man lesen und schreiben kann. Und das gilt gerade auch in Zeiten, wo das Internet eine immer größere Rolle spielt, wie jetzt in Zeiten der Pandemie. Gleichzeitig verändern aber auch die digitalen Medien die Anforderungen an Lese- und Schreibkompetenz und damit auch und zugleich aber auch die didaktischen Möglichkeiten ihrer Vermittlung, weil sie halt eben auch Werkzeuge sind, die man didaktisch gut nutzen kann. Und Textverarbeitungsprogramme, um die es natürlich in erster Linie geht, bei dem Thema Schreiben im Fachunterricht, die eignen sich, um ein Zitat aufzunehmen, für die Textproduktion besser als Papier und Bleistift, weil nämlich die Flatterhaftigkeit des Schreibens mit dem Hin- und Herspringen, Verbessern, Überarbeiten mit Textverarbeitungsprogrammen deutlich einfacher geht, als da doch dieses etwas behäbige Papier und Stift.
Und inwieweit sich diese Potenziale auch didaktisch wirklich nutzen lassen und sich auch in Lernergebnissen niederschlagen, das wollen wir untersuchen. Und wie wir das tun wollen, werden jetzt Viktoria Michels und Zoe Dede darstellen. So, bevor ich weitermache, würde ich auch einfach gerade noch mal den Tontest machen und um ein Signal bitten, ob man mich gut hören kann. Gut, dann ist das ja wunderbar. Hier auf der Folie sieht Ja, man noch ja. mal wunderbar unser Team, wie wir in dem Projekt arbeiten, und ich werde jetzt beginnen, das Projekt vorzustellen und zunächst mal die Ziele, unsere hauptsächlichen schwerpunktmäßigen Fragestellungen vorstellen und auch die Hypothesen, die wir aufgrund dessen aufgestellt haben. Die Ziele unseres Projekts teilen sich in drei Teile auf quasi. Hauptsächlich wollen wir im Rahmen unseres Projekts untersuchen, wie die Auswirkungen oder welche Auswirkungen der Einsatz digitaler Lese- und Schreibtools auf das epistemische Schreiben in der frühen Sekundarstufe hat. Das heißt, epistemisch heißt auf das erkenntnisgenerierende Schreiben der Schülerinnen und Schüler in der Sek 1, also im 5. bis 7. Schuljahr. Dann wollen wir überprüfen, inwiefern sich das Schreiben von Sachtexten im Fachunterricht zur Vertiefung gelernter Inhalte eignet und inwiefern die gelernten Inhalte möglicherweise auch besser vertieft werden im digitalen Kontext, also im digitalen Setting. Dazu überprüfen wir oder untersuchen wir, wie didaktische Lernumgebungen gestaltet sein müssen, damit digitale Geräte und Tools sinnvoll in die Lernumgebung eingebettet sind. Genau. Daraus ergeben sich für uns drei schwerpunktmäßige Fragestellungen. Die erste Fragestellung lautet: Welche Auswirkungen hat die digitale beziehungsweise analoge Gestaltung der Lernumgebung auf die Produktion von Sachtexten? Und daraus ergibt sich dann auch schon gleich die zweite Frage: Welche Auswirkungen die explizite Schulung und die Nutzung digitaler Tools, bei uns im Projekt schwerpunktmäßig die Vorlesefunktion, auf die Qualität der Schreibprodukte und der Schreibprozesse der Schülerinnen und Schüler hat? Und dann interessieren wir uns auch dafür, welchen Einfluss Mehrsprachigkeit, Sprachkompetenz, sozioökonomischer Hintergrund, sprich die individuellen Voraussetzungen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen, auf die Wirkung der digitalen Tools haben. Genau, daraus haben wir insgesamt drei Hypothesen entwickelt, die wir zu überprüfen versuchen oder überprüfen möchten. Zunächst einmal nehmen wir an, dass Sachtexte in der ersten Hypothese die Schülerinnen und Schüler mithilfe digitaler Werkzeuge verfassen und überarbeiten, insgesamt umfangreicher hinsichtlich der Textlänge sind und auch grammatisch und orthografisch korrekter als die Texte, die mit analogen Werkzeugen verfasst und überarbeitet werden. Das Ganze unter dem Gesichtspunkt, dass Prozesse und Strategien der digitalen Textproduktion vorher eben explizit angeleitet werden. Zweitens nehmen wir an, dass Sachtexte, die Schülerinnen und Schüler mithilfe der digitalen Werkzeuge verfassen und überarbeiten, inhaltlich auch gehaltvoller sind als die Sachtexte, die mit analogen Werkzeugen verfasst und überarbeitet werden. Aber auch da natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass die Prozesse und Strategien der digitalen Textproduktion vorher explizit angeleitet werden. Und drittens nehmen wir an, dass in einer schreibdidaktisch gestalteten Arbeitsumgebung in der digitalen Textproduktion inhaltliches und auch fachliches Wissen tiefer verarbeitet wird als in analog gestalteten Arbeitsumgebungen. So viel erstmal von meiner Seite. Jetzt darf ich zunächst mal an Frau Dede weitergeben. Zoe, sie wird jetzt erstmal das Vorgehen in der Intervention und die Materialien vorstellen. Dankeschön, Viktoria. Also ich werde jetzt auf die Intervention eingehen und Ihnen größtenteils
Ja, etwas konkretere Beispiele zeigen die Struktur des gesamten Projekts und der Durchführung der Studie. Die wird dann deutlich, wenn Viktoria Michels nachher nochmal aufs Design der Studie eingeht. Das heißt, es kann sein, dass Ihnen hier jetzt Fragen entstehen zwischendurch. Die können Sie gerne stellen, aber wir hoffen, dass die sich auch dann im nächsten Teil klären. Also wir haben diesen Teil aber vorweggenommen, damit Sie sich überhaupt erstmal was darunter vorstellen können, unter den ganzen Begriffen, über die wir eigentlich reden. Ja, erstmal vorab, die Intervention gliedert sich in zwei Phasen. Und in der ersten Phase findet eben das Strategietraining statt und das, was wir Digitool-Training nennen, also die Schulung zur Nutzung der digitalen Tools. In den Hypothesen wurde eben immer von der Notwendigkeit einer didaktischen Einbettung gesprochen und dabei geht es nämlich dann grob. Ich gehe darauf gleich ein. In der zweiten Phase der Intervention folgen dann Schreibaufgaben, die die Schülerinnen und Schüler dann auf Basis von, wo die Schülerinnen und Schüler von, auf Basis von Informationstexten eigene Texte erstellen, also Schreibaufgaben bearbeiten. Ja, hier erstmal vorab, was ist ein Strategietraining? Das Strategietraining ist Teil der didaktischen Einbettung, also des Treatments innerhalb unserer Intervention. Und vorab ist auch wichtig zu wissen, das wird gleich, geh nochmal bitte zurück. Danke, das ist nur eine Vorabinformation. Also, dass die, dass alle Gruppen, in die wir unsere Studie aufgeteilt haben, also auch die Kontrollgruppe, dieses Training erhalten, um eben eine Basis für einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu schaffen. Und das Training selbst ist dann erstmal keine Variable. Strategien, um den Begriff nur kurz einzuleiten, das sind dann, also wenn wir darüber sprechen in diesem Kontext, dann bezeichnen wir damit die Vermittlung von Fähigkeiten, die den Arbeitsprozess regulieren sollen. Davon gibt es bereits eine Vielzahl, die sind auch in der Forschung teilweise erprobt, meist auf Englisch. Die Strategien, die wir vorstellen, die haben wir auf Basis bereits vorliegender Materialien selber entwickelt und eben an die Anforderungen unserer Studie angepasst. Und ich zeige Ihnen jetzt als erstes, ich stelle Ihnen als erstes die Lesestrategien vor. Victoria, könntest du, danke. Das Ziel der Lesestrategien ist, dass die Schülerinnen und Schüler eben die Inhalte des Informationstextes verstehen, weil das ist die Basis, um die Schreibaufgabe zu meistern. Und ja, die zwei großen Inhalte sind einmal unbekannte Begriffe im Text identifizieren zu können und deren Bedeutung klären zu können und für die Fragestellung relevante und passende Textstellen markieren, also identifizieren zu können. Stichpunktartig notieren zu können und in eigenen Worten wiedergeben zu können. Und aufbauend auf die Lesestrategien bzw. auf das Lesestrategietraining folgen dann das Schreibstrategietraining. Umblättern. Das ist jetzt wiederum die Basis für das Verfassen des Textes. Und das Ganze beginnt damit, dass der Schreibauftrag von den Schülerinnen und Schülern verinnerlicht werden soll. Also ein Schreibauftrag zu verinnerlichen, das umfasst Thema des zu verfassenden Textes, die Zielsetzung meines zu verfassenden Textes und den Adressat meines zu verfassenden Textes und dementsprechend auch das Vorwissen meines Adressaten, beziehungsweise Leser oder meiner Leserin. Und wir gehen eben davon aus, dass, wie Herr Becker-Motzek das eben schon angeschnitten hat, dass bestimmte Prozesse beim Schreiben mit digitalen Medien ja vorteilhaft ablaufen können durch das digitale Setting. Und daher zielt das Strategietraining darauf ab, dass eben diese speziellen Teilprozesse des Schreibens, wir beziehen uns da auf Hayes und Plauer, auch von den Schülerinnen und Schülern im Schreibprozess berücksichtigt werden. Also mal ganz grob gesagt, vereinfacht, die Schülerinnen und Schüler sollen ihren Text abplanen und sie sollen ihn überarbeiten. Und darauf ist das Strategietraining ausgelegt. Und das kann natürlich so im digitalen sowie auch im analogen Lernsetting gleichermaßen geschehen. Und der Grund eben, warum wir davon ausgehen, dass
Ja, dass das digitale Setting Vorteile fürs Planen und Überarbeiten von Texten mit sich bringt, da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele, die man nennen kann. Einmal geht man davon aus, dass das digitale Schreiben viel flexibler ablaufen kann als das Schreiben mit der Hand. Ich gehe da auch gleich genauer drauf ein. Dass eine motorische Entlastung vorliegt, vorausgesetzt, man kann automatisiert tippen, sprich, man muss keine Tasten suchen. Da, also das liegt daran, dass man einen Tastenanschlag auf der Tastatur leichter ausführen kann als die graphomotorische Ausführung von einem Buchstaben. Und dadurch eben kognitive Kapazitäten frei werden, die dann wiederum erlauben, dass ich mich hierarchiehöheren Prozessen zuwende, wie eben dem Planen oder Überarbeiten und nicht hierarchieniedrigeren Prozessen wie der graphomotorischen Ausführung der Bewegung meiner Finger. Ja, ganz allgemeiner Vorteil auch von digitalen Medien ist, dass man auf medieninterne Hilfsmittel zurückgreifen kann. Sprich, darauf gehe ich gleich genau ein, das sind dann halt die entsprechenden Tools wie ein Synonymwörterbuch, was integriert in das Medium vorliegt und nicht separat als Buch oder ähnliches. Ganz explizit auf Plan bezogen geht man eben davon aus, dass die Prozesse des Planens und Formulierens stärker ineinander übergehen können, weil man den Text an einer beliebigen Stelle weiterschreiben kann, weil man ganze Absätze verschieben kann. Und das kommt eben sozusagen einem Drauf-Losschreiben entgegen, was ja bestimmten Schreibertypen auch entspricht. Und die Vorteile, was das Überarbeiten angeht, sind relativ, ja, relativ wenig abstrakt. Der erste wäre, dass die Vorläufigkeit des Textes mir erlaubt, ja, sozusagen unsichtbare Korrekturen auf allen Ebenen des Textes vorzunehmen. Also man sieht natürlich, man sieht nicht, was ich verändere. Dann, dass die Rechtschreibkorrektur mich auf Fehler hinweist, die ich aufgrund von mangelndem Wissen über die korrekte Schreibung oder eben aus Flüchtigkeit übersehe. Und noch so ein medieninternes Hilfsmittel, was einen Vorteil bei der Überarbeitung bieten könnte, wäre die Vorlesefunktion, wo eben eine norwegische Studie 2017 herausgefunden hat, dass das die Korrektheit von Texten verbessert, wenn Schülerinnen und Schüler sich den Text so oft anhören können, wie sie das möchten. Ja, ganz grob gesagt sollte also das Strategietraining am Ende das Endprodukt, sprich die Textqualität, positiv beeinflussen. Und zur Vergleichbarkeit und Durchführung unserer Studie muss das Training natürlich in der digitalen und analogen Lernumgebung einsetzbar sein. Soweit dann. Ah, vielen Dank. Die nächste Folie. Sie sehen hier eine Übersicht der Lernaktivitäten und der Zuordnung zur jeweiligen Arbeitsphase. Also ganz konkret die Sachen, die im Arbeitsmaterial den Schülern als Arbeitsauftrag mitgegeben sind. Ich würde Ihnen einfach mal, bevor ich hier die ganze Folie vorlese, 2 Minuten Zeit geben, um das selber in Ruhe durchzulesen und dann weitermachen. Hat sich ein bisschen verzogen mit den geschweiften Klammern, aber ich denke, das kann man gut lesen. Ich kann jetzt natürlich nicht abschätzen, ob Sie bereits fertig gelesen haben. Gut, ich hoffe, Sie hatten jetzt Zeit genug, das in Ruhe fertig zu lesen. Also Sie haben hier die Aufstellung und wenn Sie das genauer interessiert, dann stellen wir Ihnen die Präsentation auch nachher gerne nochmal zur Verfügung. Ja, Victoria, wärst du so nett, eins weiterzumachen? Nächste Folie. So, Sie sehen jetzt hier, ja, die
die Vermittlungsmethode des Self-Regulated Strategy Development, SRSD, nach Graham und Harris. Das ist, also Graham und Harris sind praktisch die Koryphäen auf dem Gebiet des Schreibstrategietrainings, und deren Programm, so wie das jetzt, wie Sie es hier sehen, ist auch ein, wie soll man sagen, ein sehr profiliertes Programm. Und unsere Durchführung, die beruht eben auf diesem Programm, grob gesagt. Nicht ganz genau, aber grob gesagt. Wir orientieren uns an dieser Vorgehensweise, die Ihnen hier vorliegt, insbesondere an dem Schritt der Modellierung. Da sehen Sie den kleinen roten Pfeil. Wir werden also die Produktion einzelner Textabschnitte den Schülerinnen und Schülern beispielhaft vorführen. Dabei dann laut denken und ja, einen Beispieltext produzieren und das eben den vor der Klasse. Und auch noch ein ganz wichtiger Schritt, den wir auch übernehmen, das ist der des unabhängigen Übens. Das würde unserer Interventionsphase 2 grob entsprechen. Eine Sekunde. Noch einmal zurück, bitte. Ich muss noch 3 Punkte. Danke dir. Ja, dieses Programm ist auf eine relativ lange Zeit ausgelegt und enthält relativ viele selbstregulative Anteile. Das, was wir machen in unserer Intervention, ist natürlich nur auf eine begrenzte Zeit ausgelegt, einfach durch die Durchführbarkeit der Studie bedingt, und enthält auch im Vergleich zu diesem Programm jetzt mehr konkrete Lernaktivitäten, die sich an Aufgaben bezüglich des Textes orientieren. Aber der Grund, warum wir uns eben hieran orientieren, ist, also an diesem Programm, ist, dass das laut Meta-Analysen die effektivste Schreibintervention darstellt. Und wie gesagt, auch schon, ja, also das, wie gesagt, ist Graham und seine Arbeitsgruppe, die haben Schreibstrategie-Trainings praktisch erfunden. So, dann die nächste Folie gerne. So. Das, was wir Digitool-Training genannt haben, soll die Basis für die Nutzung der digitalen Geräte schaffen, also einfach für die Tablet-Nutzung. Denn man darf natürlich nicht unterschätzen, dass das Medium, mit dem man schreibt, auch selbst den Schreibprozess prägt. Das heißt, es muss definitiv didaktisch eingebettet sein, das Medium selbst. Ja, dann vermitteln wir natürlich die Nutzung der Tools, wobei es da um die didaktische Einbettung geht, damit es überhaupt funktionieren kann. Wir gehen ja, wie gesagt, in den Hypothesen schon formuliert davon aus, dass eine didaktische Einbettung nötig ist, um diese Tools eben zielführend anzuwenden. Und die Lernziele dabei, das sind Punkte, ja, teilweise relativ banale, also auch solche, die in der Kultusministerstrategie Bildung in der digitalen Welt enthalten sind. Wäre einmal so mit banal, wenn Sie merken, was ich meine, und den ersten Punkt nenne, ein Textdokument öffnen und benennen und Grundfunktionen wie Auswählen, Zwischenspeichern und Einfügen verwenden. Und das halt in Anbetracht der Tatsache, dass die Bluetooth-Tastatur und ein Touchscreen verwendet werden in dem Kontext. Ja, ganz wichtig ist natürlich die didaktische Einbettung der entsprechenden Tools, und zwar die Rechtschreibüberprüfung, dem medieninternen Synonymwörterbuch und in der Experimentalgruppe 2 dann auch die Vorlesefunktion vom iPad, wenn man die Sprachausgabe zu verwenden im Überarbeitungsprozess meines Textes. Zur Gestaltung, das Ganze erfolgt nach dem Strategietraining und ebenfalls mit einem Bezug zur Textproduktion, also mit praktischen Beispielen. Gut, gern die nächste Folie bitte. Danke. So. Ja, Phase 2 der Intervention nimmt jetzt hier zeitlich nur einen Bruchteil des Vortrags ein, aber an Gewichtigkeit und zeitlichem Aufwand in der Intervention nimmt Phase 2 ungefähr 50% der Intervention ein.
Das werden Sie nachher auch sehen im Design der Studie, dass eben Interventionsphase 1 und Phase 2 gleichgewichtig sind. Nur hier hören Sie halt zeitlich etwas weniger über Phase 2. Ja, in Phase 2 geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler die Lese- und Schreibstrategie anwenden und einüben, damit eben auch ein Lernzuwachs sichergestellt werden kann, den wir dann in einem Posttest überprüfen werden. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler vier Schreibaufgaben bearbeiten. Die bestehen dann jeweils aus einem Infotext und einem Schreibauftrag, nicht mehr dem kompletten Strategietraining. Die Schülerinnen und Schüler haben dann zwar noch Zugriff auf das Arbeitsmaterial aus dem Strategietraining, aber im Arbeitsmaterial, was dann in dieser Phase verwendet wird, werden die nicht mehr explizit aufgeführt, die jeweiligen Strategien, sondern wir verwenden dann Prompts, also so Hinweissignale sozusagen, um die Schüler und Schüler an die Nutzung der Strategie zu erinnern. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten jetzt in der Phase entweder analog oder digital, entsprechend ihrer Gruppenzuteilung, damit wir nachher die Lernsettings vergleichen können im weitesten Sinne. Dann vielen Dank und ich übergebe wieder an Frau Michels. So, ich muss noch mal kurz nach dem Ton fragen, weil das hier gerade abgestürzt ist. Ich hoffe, man kann mich wieder hören. Super. Genau. Ich darf jetzt das Design noch vorstellen. Dazu ist erstmal zu sagen, dass wir im Rahmen unseres Projekts eine Interventionsstudie durchführen werden, das ja auch schon ein bisschen rausgekommen ist, als Frau Dede gerade die Intervention beschrieben hat. Dazu lässt sich erstmal sagen, dass die Größe der Stichprobe auf 180 Personen ausgelegt ist. Das heißt, wir werden 180 Schülerinnen und Schüler aus Gesamtschulen in unserer Stichprobe berücksichtigen. Und diese Schülerinnen und Schüler besuchen die 7. Klasse. Wir haben zwei Gesamtschulen im Raum Köln-Bonn dazu ausgewählt und noch eine dritte, in der wir die Pilotierung unserer Materialien durchführen werden. Die Hauptstudie wird aber an zwei Gesamtschulen im Raum Köln-Bonn stattfinden. So viel zur Stichprobe. Jetzt werde ich noch mal kurz auf das Material eingehen. Frau Dede hat auch gerade dazu ja schon einiges erwähnt. Die hauptsächlichen Materialien, mit denen wir arbeiten werden, sind eben die Tablets. Auf den Tablets sind Textverarbeitungsprogramme installiert, vorinstalliert, wie auch immer. Da werden wir uns noch entscheiden, ob wir mit MS Word oder Pages arbeiten. Auf jeden Fall aber mit einer der gängigen Varianten, die auch im Alltag häufig verwendet werden. Und da legen wir halt einen besonderen Wert auf den oder einen besonderen Fokus auf diese digitalen Tools, auf die Vorlesefunktion insbesondere, aber auch auf das Synonymwörterbuch und die Rechtschreibüberprüfung. Das sind die Materialien, die dann in der Interventionsmaßnahme zum Einsatz kommen. Es gibt noch eine Reihe weiterer Instrumente, die wir einsetzen werden. Und das lässt sich ganz gut in drei Kategorien hier unterteilen. Das sehen Sie hier in der Tabelle auch nochmal farblich unterteilt. Und zwar gibt es einige Kovarianten, die wir erheben werden. Es gibt natürlich abhängige und unabhängige Variablen. Und ich werde jetzt erstmal was zu den Kovarianten sagen, die wir vor unserem Pretest erheben werden, um Störvariablen zu kontrollieren, aber auch um eingangs genannt schon in der dritten Hypothese, die Einflüsse äußerer Voraussetzungen oder individueller Voraussetzungen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen, eben zu überprüfen und auch in die Analyse der Ergebnisse mit einfließen lassen zu können. Und dazu interessieren uns eben die Schreibflüssigkeit, der allgemeine Sprachstand, die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis, das Arbeitsgedächtnis und die Mehrsprachigkeit bzw. die Sprachbiografie der Schülerinnen und Schüler. Für die meisten der Kovarianten, die hier genannt sind, oder der Kontrollvariablen, haben wir bereits standardisierte Testverfahren ausgewählt, die ja gut getestet sind, die normierte Ergebnislisten vorbringen, an denen man sich orientieren kann und an denen man dann auch entsprechende Werte ablesen kann und die Schülerleistungen entsprechend einschätzen kann. Also da zum Beispiel die Schreibflüssigkeit werden wir mit der Alphabet-Task erheben und Leseflüssigkeit oder Leseverständnis voraussichtlich mit
der ELFE-Test oder dem Lesegeschwindigkeits- und Verständnistest für die Klassen 5 bis 12. Das sind noch Sachen, die müssen wir noch entscheiden. Später werde ich auch noch was zu unserem Zeitplan sagen. Da werden Sie sehen, dass wir gerade genau in dieser Phase sind, wo viele dieser Fragen geklärt werden müssen. Es gibt zwei abhängige Variablen, die uns im Rahmen unseres Projektes interessieren. Und das ist zum einen die Schreibkompetenz und das fachliche und inhaltliche Wissen. Die Schreibkompetenz werden wir ebenfalls mit Schreibaufgaben überprüfen. Die werden ähnlich aufgebaut sein wie in der Interventionsphase 2, die Frau Dedé gerade schon erläutert hat. Das bedeutet, dass die Schreibaufgaben eben aus einem Informationstext bestehen, den die Schülerinnen und Schüler lesen. Und anhand des Textes sollen die Schülerinnen und Schüler dann einen Text, also einen neuen Text verfassen. Das fachliche und inhaltliche Wissen werden wir anhand eines Wissenstests abfragen, den wir selbst konzipieren werden. Und der wird sich eben auf das Wissen beziehen, was wir von den Schülerinnen und Schülern erwarten oder was sie vor allem auch, also was sprachlich, auf der sprachlichen Ebene, was wir erwarten oder auch was wir mit ihnen trainieren und auf der fachlichen Ebene natürlich mit den Inhalten, die in den Informationstexten dann behandelt werden und über die die Schülerinnen und Schüler dann lesen werden. Es gibt zudem noch unabhängige Variablen in unserem Projekt, mit denen wir natürlich in der Interventionsphase die Fähigkeiten der Schülerinnen und die Fähigkeiten und Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler fördern möchten. Das sind zum einen die Fähigkeiten in Bezug auf den Umgang mit dem Textverarbeitungsprogramm und den digitalen Tools. Dazu gibt es, wie bereits gerade auch schon erwähnt, das Digitool-Training und das explizite Vorlesefunktionstraining. Und außerdem wollen wir natürlich den Unterschied oder die Einflüsse der digitalen und analogen Lernumgebung untersuchen. Und dazu werden die Schülerinnen und Schüler eben dann im zweiten Teil der Interventionsphase die Schreibaufgaben bearbeiten und vor allem auch die Schreibaufgaben, das Schreiben der Texte üben. So viel zu den Instrumenten, die eingesetzt werden. Genau. Als nächstes folgt die Darstellung der Erhebungsmethoden. Wir haben uns für ein Pre-Post-Test-Kontrollgruppendesign mit Methodenmix entschieden. Bedeutet, dass eben, wie vorhin schon angekündigt, also dass es zwei Teile gibt, also zwei Studienteile im Prinzip, eine große quantitative Studie mit der Stichprobengröße von 180 Schülerinnen und Schülern und einen kleineren Teil mit 18 Schülern. Dazu werde ich dann gleich als zweites noch was sagen. Der quantitative Teil besteht erstmal eben daraus, dass genau das, was Frau Dedé gerade schon erklärt hat, diese Intervention vorgenommen wird und dass die Schülerinnen und Schüler eben diese entsprechenden Trainings bekommen. Dazu werden wir die Schülerinnen und Schüler in eine Kontrollgruppe und zwei Experimentalgruppen einteilen. Im Prinzip sind es sogar zwei Kontrollgruppen und vier Experimentalgruppen. Das ist hier beispielhaft dargestellt. Ich habe ja bereits am Anfang erwähnt, dass wir an zwei verschiedenen Schulen erheben werden. Bedeutet, wir machen auch zwei Durchgänge, zwei Erhebungsdurchgänge und es gibt dann an jeder Schule eben eine Kontrollgruppe und zwei Experimentalgruppen, die entsprechend dann unsere Trainings erhalten. Die Kontrollgruppe bekommt das Strategietraining, wird an analog Texte schreiben und die Schreibaufgaben bearbeiten. Die Experimentalgruppe 1 und 2 bekommen dann auch dieses Lese- und Schreibstrategietraining, zusätzlich allerdings noch das Digitool-Training. Und in Experimentalgruppe 2 werden wir ja auch noch das Vorlesefunktionstraining durchführen und beide Experimentalgruppen werden dann die Texte zum Üben im digitalen Setting schreiben. Der qualitative Bereich unserer Studie soll noch zusätzlich uns Informationen liefern, indem wir erfassen wollen, welchen Zusammenhang es zwischen dem Überarbeitungsprozess gibt und der Textqualität. Dazu werden wir die Schüler, also es gibt ja erstmal die Stichprobengröße von n gleich 18, die entwickelt sich genau dadurch, dass wir aus jeder Gruppe, also aus der Kontrollgruppe und aus beiden Experimentalgruppen jeweils sechs Probandinnen zufällig auswählen werden. Und dann werden wir eben im Pre- und Post-Test die Schreibprozesse, also das Schreiben der Texte, videografieren, beziehungsweise in der digitalen Gruppe per Screencast aufnehmen. Und dann erhoffen wir uns dadurch eben Erkenntnisse zu erlangen zu dem Zusammenhang zwischen den Überarbeitungsprozessen, die die Schülerinnen und Schüler während des Schreibens vornehmen und der ja, nachher Textqualität des Produktes.
Hinzu kommt noch, dass wir leitfadengestützte Interviews durchführen möchten, wo wir die Schreiberfahrungen und auch die Erfahrung mit der Anwendung von Schreibstrategien bei den Schülerinnen und Schülern erfragen möchten. In der Durchführung konkret sieht das dann so aus. Auch hier sehe ich gerade wieder, dass das sich so ein bisschen verschoben hat. Das war bei mir vorhin nicht. Liegt jetzt vielleicht hier am Programm, aber ich hoffe, alle wichtigen Informationen sind lesbar. Hier sieht man nochmal die drei Gruppen: Kontrollgruppe, Experimentalgruppe und also 1 und 2 und eben einen zeitlichen Ablauf. Insgesamt werden wir circa 8 Wochen in jeder Schule verbringen, um eben die verschiedenen Phasen der Interventions- oder der Studie durchzuführen. Zuerst erfolgt die Vorerhebung und der Pre-Test. Zur Vorerhebung habe ich gerade schon gesagt, da werden wir eben die Kovarianten erheben, um Kontrollvariablen zu ja, den Überblick über die Kontrollvariablen zu haben und vor allem eben auch die Einflüsse der individuellen Voraussetzungen mit in die Auswertung einfließen lassen zu können. Und dann folgt der Pre-Test. Haben wir auch schon gerade gehört, dass dort der Wissenstest und die Überprüfung der Schreibkompetenz durch eine Schreibaufgabe stattfinden wird. Und dann folgt eben die erste Interventionsphase. Dafür planen wir auch etwa 2 Wochen. Da erhalten die Schülerinnen und Schüler je nach Gruppe eben die verschiedenen Trainings: das Strategietraining, das Digitool-Training und die Vorlesefunktionseinheit. Und in den folgenden Wochen, hier sieht man das ganz schön, also dafür haben wir eigentlich die meiste Zeit eingeplant, sollen die Schülerinnen und Schüler eben in dem entsprechenden Setting, analog oder digital, Texte schreiben und die Gelegenheit bekommen, das Schreiben der Texte auch zu üben. Anschließend folgt dann nochmal der Posttest, da wird dann erneut die Schreibaufgabe gestellt und auch ein Wissenstest von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet, um dann eben Vergleiche ziehen zu können. Genau, wie wir die Vergleiche ziehen, genau das passt jetzt ganz gut, ist schon der Übergang zur Auswertung. Die ist für uns natürlich aktuell noch in weiter Ferne. Dazu werde ich gleich auch noch mal kommen, wenn ich den Zeitplan so kurz erläutere. Aber natürlich haben wir auch da schon Planungen aufgestellt. Wir wollen die geschriebenen Texte aus den Pre- und Post-Tests aufbereiten mit Hilfe von computergestützter Software und wollen die Textlänge analysieren und auch die orthografische und grammatische Korrektheit. Das war eigentlich genau das, was in der ersten Hypothese zu überprüfen, ja, was wir in der ersten, mit Hilfe der ersten oder was wir in unserer ersten Hypothese angenommen haben, soll im Rahmen dieser Aufbereitung überprüft werden. Entschuldigung. Und anschließend erfolgt dann noch ein Rating der Textqualität. Wir werden also die Texte, die die Schülerinnen und Schüler geschrieben haben, orthografisch bereinigen und an externe oder unabhängige Rater geben, die die Textqualität dann eben raten und bewerten, sodass wir da auch später Ergebnisse haben, mit denen wir weiterarbeiten können. Insgesamt soll dann eine Analyse stattfinden verschiedener Zusammenhänge. Wir wollen also Informationen zu den Zusammenhängen zwischen der Textqualität und der Schreibumgebung, das, was wir schon die ganze Zeit jetzt auch beschrieben haben, wie sind die Unterschiede in dem digitalen und dem analogen Setting, und das wird passieren durch die Text, also durch den Vergleich der Textratings und auch der Textanalysen aus dem Pre- und Post-Test. Und wir wollen die Textqualität und Schreibumgebung in Abhängigkeit der individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler in Zusammenhang bringen. Da nochmal kurz zusammengefasst eben die allgemeine Sprachkompetenz, Schreibflüssigkeit, Mehrsprachigkeit, die digitalen Kompetenzen und das, was wir gerade schon gehört haben. Und als letztes möchten wir mit Hilfe der qualitativen Daten, die wir noch erheben werden, die Textqualität in den Zusammenhang bringen mit den Überarbeitungsprozessen. Das heißt also, inwiefern tragen die Überarbeitungsprozesse, die natürlich in diesen Trainings geübt werden, inwiefern werden die dann auch in den Übungs- oder inwiefern wurden die angewendet? Und welche Einflüsse hat das eventuell auf die Textqualität? Dazu haben wir dann ja die Ergebnisse aus den Screencasts, aus den Videos und auch aus den Interviews. So viel kann ich sagen zum Design. Und als letztes folgen jetzt noch ganz kurz eine Skizzierung unseres Zeitplans und vor allem auch unser aktueller Stand. Wie Sie sehen, befinden wir uns noch ziemlich am Anfang unseres Projekts. Also wir befinden uns noch in der Entwicklung der Materialien, der Testinstrumente und haben noch viele
verschiedene Entscheidungen fachlicher und methodischer Art zu treffen, bis wir dann hoffentlich im März diesen Jahres, kurz vor den Osterferien, die Pilotierung starten können und genau diese Materialien testen können. Und danach werden wir natürlich das Ganze dann nochmal entsprechend überarbeiten. Und der Plan ist dann eben, dass wir Ende diesen Jahres nach den Osterferien in die erste Schule können und dort auch erheben können. Und da ist jetzt genau das, was wir auch heute noch hoffen, vielleicht so ein bisschen zu diskutieren. Ich gehe davon aus, dass Sie, liebe Zuhörer, die hier sitzen, ich weiß nicht, aus welchen Projekten Sie jetzt im Einzelnen kommen, aber ich gehe davon aus, dass die allermeisten in irgendeiner Form ja auch von der aktuellen Lage mit der Corona-Pandemie irgendwie in irgendeiner Form auch beeinflusst werden in ihrer, ja, in ihren in ihren Planungen. Und bei uns ist das eben gerade genau das Thema. Also wir hatten schon eine kleine Vorpilotierungsaufgabe, die wir jetzt in die Schulen geben wollten, wo wir jetzt quasi, ja, wo uns jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, ob wir da gleich auch in einer, in der Diskussion noch, ja, Erfahrungen von Ihnen vielleicht schon auch noch zu hören bekommen, die sich auf das Umgehen mit der aktuellen Lage beziehen. Und vielleicht kann ich noch dazu sagen, mal abgesehen von der Corona-Pandemie haben wir natürlich trotzdem ein Ziel vor Augen, und zwar, dass wir am Anfang des Jahres oder im ersten Quartal des Jahres 2023 dann am Ende unseres Projekts sein werden, also alle Ergebnisse ausgewertet und ja, analysiert haben wollen. Und genau, deshalb sind wir jetzt ganz gespannt, wie es weitergeht, auch mit der Corona-Pandemie. Und erstmal darf ich mich bedanken, dass Sie uns zugehört haben. Herr Dr. Otto hat gerade schon gesagt, es sind jetzt, ist jetzt Zeit für Ihre Fragen, und wir sind sehr gespannt, welche Fragen dieser Art Sie da jetzt für uns haben. Und genau, damit gebe ich auch schon wieder ab an Herrn Otto. Ja, genau, ich gar nicht Ja, genau, umgekehrt, ich gar nicht aber ich dachte, ich mache mich mal wieder sichtbar und schalte mich ein. Und ja, bedanke mich erstmal ganz herzlich für den Vortrag. Es war wirklich sehr spannend und ja, tolles Forschungsdesign, also wirklich sehr komplex. Bin gespannt, wie das alles klappt. Und ja, ich habe jetzt gerade auch schon die erste, achso, das Echo, genau, müsste, glaube ich, da muss ich jetzt nochmal Ihren Ton Ah, nochmal. ja, Entschuldigung. Kein Problem, das aber danke für den Hinweis, Frau Wenzel. Das war das angekündigte Echo, das wir leider hier haben. Aber jetzt geht es, glaube ich, wieder. Müssen wir mal gucken, dass wir das beim Hin- und Her-Switchen immer, dass das immer klappt. Ja, genau, auf jeden Fall war das schon die Frage von einem Herr oder Frau Matschura. Und zwar, die erstmal sagt, herzlichen Dank für den Vortrag und dass Sie ja da die Strategie auf Grundlage von Graham und Harris selbst entwickelt haben. Das haben Sie, glaube ich, ganz am Anfang oder im ersten Drittel gesagt. Spezifisch für den digitalen Raum und ja, das ist spannend und die Frage ist, ob Sie das vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren können. Das wäre die erste Frage oder Anliegen. Ja, soll ich das Arbeitsmaterial teilen? Wäre das. Also, so könnte ich es konkretisieren, ob sie spezifizieren. Ja, vielleicht können Sie den Punkt einfach noch mal ein bisschen genauer Ja, ausdrücken, vielleicht können glaube Sie ich. den Punkt einfach noch mal ein bisschen Jetzt haben wir, genauer glaube ich, noch ein ausdrücken, bisschen glaube ich. Echo, aber Sie hatten es, glaube ich, Haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Echo, aber Sie kurz hatten es, glaube ich, angesprochen. Vielleicht kurz können Sie an. es noch mal ein bisschen ausführlicher, so die Gedankengänge dahinter, vielleicht warum jetzt gerade das Konzept und dann warum jetzt für den digitalen Raum dann. Also man muss ein bisschen banal sagen, wenn man eine Schreibstrategie entwickelt, dann kommt man um Graham und Harris jetzt gar nicht drum herum im weitesten Sinne. Und wenn man sich dann fragt, was ist so ein Schreibstrategietraining oder was sind diese Strategietrainings überhaupt, dann findet man sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu realisieren. Und ja, ich würde vielleicht einfach mal das Material teilen, wenn das geht. Dann kann man sich das einfach mal angucken. Dann sieht man die Lernaktivitäten, und dann nenne ich einfach, es ist eigentlich kein Hexenwerk. Es ist nur wir haben uns halt relativ viel theoretisch auch dazu gedacht, selbstverständlich, was wir jetzt also ausführen. Aber das praktische Arbeitsmaterial sieht eigentlich
recht simpel aus. Kann ich hier einfach dran, was dran? Ah ja, dann kann ich jetzt meinen freigeben, ne? Dokument freigeben? Nein, das nicht. Ein Word-Dokument, Arbeitsplatz durchsuchen. Okay. So, jetzt gucke ich mal gerade, dass ich das hier müsste das schon sein. Nee, Word-Dokumente erlaubt er mir nicht zu teilen. Da muss ich das anders machen. Wie kann man denn meinen Bildschirm freigeben? Ganz einfach. So. Jetzt sehen Sie, jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen, ne? Ich kann jetzt nur Sie nicht mehr sehen, weshalb ich kein Feedback dazu habe, ob das funktioniert. Wir können Ihren Bildschirm auf jeden Ja. Fall sehen. Also wir können Ihren Bildschirm auf jeden Fall sehen. Ach so, okay, gut. Ja, Sie sehen jetzt hier, ich versuche das nochmal einen Tacken größer zu machen. Moment. Das ist noch, also wir sind ja momentan noch in der Phase, das alles zu erarbeiten. Das heißt, das ist noch nicht in seiner absolut endgültigen Fassung. Sie sehen jetzt hier am Anfang erstmal eine Übersicht der Strategien, beziehungsweise in dem Zusammenhang Aufgaben, die auf die Schülerinnen und Schüler zukommen. Ne? Also was machen die Schüler jetzt im Bereich Problem der ist, wir Digitalisierung? sehen nur Ihren, Eins, Aufgabe zwei. wir sehen nichts. Genau, Genau, das das ist ist so ein bisschen blöd. So Ja, ein bisschen blöd. Genau, vielleicht genau, Frau vielleicht Wenzel sagt ja auch, sieht an den Frau Desktop, geht mir Wenzel leider auch sagt ja auch, so. sieht an den Desktop, Wir geht können mir ja mal leider auch schauen, so. ob wir noch so Wir andere können ja mal Fragen haben, schauen, sonst können wir noch ob wir noch so andere Fragen haben, das sonst in können wir einer noch anderen Form auf jeden Fall bereitstellen. Wieso In zeigt der anderen mir Formen das auf denn jeden Fall jetzt an? bereitstellen. Moment, was muss ich denn jetzt hier drücken, damit er das. Das ist ein Elend. Ja, vielleicht. Moment, jetzt muss ich das hier mal erstmal wieder beenden, das Teilen, weil das. Fortsetzen? Nee, Freigabe beenden. So. Genau. Ich meine, vielleicht können wir in Genau. der Zwischenzeit Ich wieder meine, ein vielleicht bisschen können wir in der Echo, ist Zwischenzeit irgendwie wieder ein sonst bisschen Echo, mich nochmal irgendwie stumm sonst. stellen, Frau Lüde. Genau, danke. Weil jetzt nochmal konkret die Frage kam von Frau Michels jetzt im Rahmen der Datenerhebung, ich gucke, weil ich so ein bisschen auf die Zeit gucke, und Sie ja gesagt haben, dass Sie da natürlich, wie wahrscheinlich viele andere Projekte, auch vor der Herausforderung stehen, dass Sie da nicht in die Schulen kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann natürlich die Frage ist, wie man jetzt irgendwie die Daten erheben kann. Und da würde ich vielleicht einfach mal bei den Teilnehmenden fragen, ob es da jetzt Projekte gibt, die jetzt hier anwesend sind, die da auch schon Erfahrung mit haben oder Probleme mit haben. Also wir ja auch schon jetzt Diskussionssitzungen genau zu dem Thema angeboten und werden das auch noch mal machen. Kann ich gleich mal Werbung machen für unsere, glaube ich, übernächste Sitzung geht es ja auch nochmal speziell dann um Schule und die Frage, wie komme ich in Schulen jetzt im Moment rein, wie kommuniziere ich mit Schulen und so weiter. Also da werden wir auch nochmal eine Spezialsitzung zu haben. Aber wenn es da jetzt Leute gibt, die da vielleicht schon Erfahrung haben, können Sie das auch gerne schon hier kundtun oder reinschreiben. Da kann ich ja noch mal einen Moment warten. Ansonsten ja, hätte ich auch noch mal eine Frage. Also erstens so eine ganz kurze Frage war diese Hypothesen am Anfang, diese drei Hypothesen, die Sie aufgestellt haben. Ist das sozusagen anschlussfähig an Befunde aus der Literatur, die es jetzt schon gibt? Oder ist das sozusagen einfach eine Hypothese, die Sie halt generiert haben auf Grundlage der Erwartung? Oder wie verhält sich das? Können Sie dazu vielleicht was sagen? Vielleicht kann ich dazu mal was sagen. Also das sind vor allen Dingen, was das Strategietraining angeht, Ihre das hier bei Lautstärke uns ist wieder runtergegangen. ja, vielleicht kann ich dazu zu den beiden Punkten was sagen. Also die gesamten Überlegungen beruhen, also was das Strategietraining angeht, auf den Studien, insbesondere von Graham und Harris, die zeigen, dass eine explizite Vermittlung von Schreibstrategien mit zu den wirkungsvollsten Vermittlungsmethoden gehört. Die liegen bei, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber 1,3.
Effektstärken. Also es gehört mit zu dem Stärksten, was wir haben. Im Vergleich zum Beispiel ein unkoordinierter Grammatikunterricht führt zu einer Verschlechterung der Schreibleistung. Das ist das eine. Und zu den Schreibstrategien gehören halt solche Dinge, wie dass man sich da seine Adressaten vor Augen führt, dass man sich einen Schreibplan macht, dass man überarbeitet und dass man sich an der Gliederung orientiert. Also diese Dinge explizit zu vermitteln, die helfen. Genau das wollen wir tun. Und der andere Punkt, was unsere Hypothesen angeht, dass wir davon ausgehen, dass die Tools, die bereitgestellt werden und insbesondere die zweite Experimentalgruppe, die mit der Vorlesefunktion arbeitet, das ist sozusagen etwas, das wir untersuchen wollen, ob vor allen Dingen die schwächeren Schülerinnen und Schüler, denen auch das Lesen zum Teil schwerfällt, dass die davon profitieren können, wenn sie ihren eigenen Text mal hören, weil es das Arbeitsgedächtnis entlastet und dass sie auf diese Weise zum einen bei den ganz hierarchieniedrigen Aspekten etwas mitbekommen, denn wenn die Rechtschreibung nicht stimmt, dann kann der Text nicht richtig vorgelesen werden. Und wenn er dann richtig vorgelesen wird, dass dann zum Beispiel auch Kohärenzbrüche, Brüche im roten Faden bemerkt werden. Das ist unsere Vermutung. Das geht zurück auf eine schwedische oder norwegische Studie. Das habe ich einmal verwechselt und jetzt verwechsel ich es dauernd. Das vor allen Dingen bei Schülerinnen und Schülern, die die Landessprache als Zweitsprache lernen, hilfreich ist. Das sind sozusagen unsere Überzeugungen. Und das Ganze wollen wir aber einbetten in ein schreibdidaktisches Setting, wo die unterschiedlichen Instrumente wie das Synonymwörterbuch, wie die Rechtschreibhilfe wirklich dann integriert werden, um dann zu sehen, ob entsprechende Effekte dann auch auftreten. Und deswegen haben wir auch die drei Gruppen, die Kontrollgruppe, die das Ganze analog macht, Experimentalgruppe 1, die halt alles hat an Digitalem außer der Vorlesefunktion. Und dann wollen wir schauen, ob die Vorlesefunktion noch einen zusätzlichen Effekt hat. Das ist sozusagen im Wesentlichen aus der Literatur hergeleitet und dann schreibdidaktisch untermauert und umgesetzt. So viel vielleicht als Versuch, das gibt's rein verbal darzustellen, wenn die technische Übermittlung leider nicht klappt. Okay, ja, danke. Das ist doch genau sehr interessant. Jetzt genau können wir uns noch wird hier noch ein bisschen diskutiert, ob das nun Schwedisch oder Norwegisch ist. Müssen wir noch mal nachgucken jetzt für all die, die es interessiert. Ich hätte vielleicht, wenn es jetzt keine Fragen aus dem Chat gibt, auch noch mal so eine Anschlussfrage mehr so auf einer auch vielleicht so angesichts der Zeit so ein bisschen auf so einer grundsätzlicheren Ebene. Jetzt haben Sie so schön diese Dichotomie aufgemacht, natürlich so analog und digital. Und das ist ja sowieso immer die Frage, was analog und was digital ist. Vielleicht kann man es beim Schreiben noch eher hinbekommen, weil das Schreiben sozusagen mit Stift und Papier man dann doch vielleicht als eher analog bezeichnen kann und das andere dann doch eher digital. Meine Frage wäre so ein bisschen, was heißt denn das dann eigentlich für die Frage von, ja, von Kompetenzen? Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, das ist so eine basale Kompetenz natürlich, das Schreiben, die ermöglicht eben soziale Teilhabe und so weiter. Und wenn wir jetzt sagen, oder das hatte ich so ein bisschen rausgehört, dass diese digitale Vermittlung ja dann schon irgendwo eine gewisse Überlegenheit hat, gerade was so die Effizienz vielleicht auch angeht, in Bezug auf Lernen. Was würden Sie denn sagen, hat sozusagen Ihr Projekt dann vielleicht auch Implikationen oder generell, wie verändert sich das dann vielleicht auch, wie Schreiben wir lernen ist wieder was Schreiben anderes. lernen? Also wenn wir von der Handschrift, also vom Schriftspracherwerb in Klasse 1 und 2 sprechen, da hat das Schreiben mit der Hand auf Papier nach allem, was wir im Augenblick wissen, haben wir auch einen Faktencheck bei uns zu erstellt, Vorteile, weil der motorische Nachvollzug der Buchstaben offensichtlich zu einer tieferen Verarbeitung führt. Und davon ist zu unterscheiden das Schreiben von Texten, die Textproduktion. Da gehen wir zunächst mal davon aus, dass viele Prozesse keinen Unterschied machen, denn zum Beispiel Ideen zu entwickeln, Formulierungen dafür zu finden, das sind Prozesse, die sind völlig unabhängig davon, wie ich hinterher Schrift produziere.
Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich Dinge dann aufschreibe, dann kommt die Flatterhaftigkeit des Schreibens, wie Barbara Kochan das schon im Aufsatz der 90er Jahre genannt hat. Da kommt dann die Stärke von Textverarbeitungsprogrammen zum Tragen, weil die uns dann von bestimmten kognitiven Prozessen entlasten kann, also indem wir etwa Rechtschreibung und Grammatikfehler schnell angezeigt bekommen. Das erhöht die Lesbarkeit des eigenen Textes. Das sind zunächst mal die Punkte, an denen es Erleichterung bringt. Wo wir noch nicht so viel drüber wissen, wo man dran arbeiten muss, was die Anforderungen anstellt. Texte für digitale Medien sind anders aufgebaut. Das haben ja auch jetzt die PISA-Studie gezeigt. Die haben häufig mehrere Autoren, die sind vernetzt. Der rote Faden muss vom Leser gelegt werden. Das sind Dinge, die beim Lesen eine Rolle spielen, aber auch beim Schreiben. Das sind aber Anforderungen, die wir nicht untersuchen, wie man sozusagen Texte für digitale Medien erstellt, sondern wir wollen schauen, inwiefern die digitalen Medien einem überhaupt helfen können, die Ideen, die man hat, zum bestimmten Thema zunächst mal festzuhalten. Also insofern ist es auch keine absolute Dichotomie. Es gibt eine Menge Gemeinsamkeiten und es gibt einige Spezifika, die man auch noch, die ja in der Textlinguistik schon untersucht werden. Und da ist ja in Essen mit Michael Beißwenger ja auch ein Experte vor Ort. Super, okay, danke. Danke für die Differenzierung und die Klarstellung. Das war doch wirklich nochmal sehr hilfreich. Dann glaube ich, ich weiß nicht, Frau Dede, hatten Haben Sie Sie das gerne jetzt noch eine nochmal hochgeladen, Frage? Können das Sie das wieder Papier aufnehmen? hier? Dann können Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt im Rahmen der Zeit das einmal komplett durchgehen kann oder sollte. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier das Strategietraining. Also das ist aufgeteilt. Sie sehen jetzt hier eine Grafik, ich hatte ich eben schon angefangen zu erklären, die den Schülern die einzelnen Aufgabenstellungen praktisch auflistet. Fragen zu Text beantworten, unbekannte Begriffe unterstreichen, wichtige Textstellen markieren, Notizen machen, Text zusammenfassen. Und da folgen dann, sieht ein bisschen anders aus, hat sich jetzt hier in Adobe ein bisschen verzogen. Da sind natürlich Nummern und so in den Aufgabenstellungen drin und so. Und dann ist der Text hier eingebettet. Das ist nur ein vorübergehend, nur ein Beispiel, wie so ein Text aussehen könnte. Das ist keine Endversion. Ja, dann folgt die nächste Aufgabe, wie man jetzt hier das sehen kann. Noch mehr zum Lesen. Sie sehen das, wenn ich hier scrolle, ne? Okay, gut. Ja, und zum Schreiben, das Strategietraining, das schließt sich dann direkt an, auch in der Nummerierung. Und das besteht dann daraus, lies den Schreibauftrag, plane den Text, schreibe den Text, überarbeite den Text und schätze deine Leistung ein. Wobei das letzte ja so eine Art Selbstevaluation ist am Ende, um nochmal auch so Erwartungen kommunizieren zu können und sowas. Und hier sieht man halt, wie wir, was wir darunter verstehen, wenn wir Schreibauftrag verinnerlichen sagen. Na, also der Schreibauftrag, der ist jetzt hier also Sie sehen, der Informationstext, der war hier. Dann kamen noch Aufgaben zum Lesestrategietraining. Und dann folgte Schreibauftrag. Und den praktisch noch einmal umzuformulieren, wäre dann Teil dieser Aufgabe. Sich darüber Gedanken zu machen, ne, was das Ziel, also was das Ziel überhaupt meines eigenen Textes ist. Also ein bisschen selbst regulieren. Und darauf wird dann halt auch immer wieder verwiesen in den nächsten Arbeitsschritten und später dann auch im Arbeitsmaterial in den Prompts. Okay, Der ja, super, danke. okay, ja, super, danke. ich gehe mal gerade runter. Ich Interessant. verstehe die Frage von Till Wörfel nicht. Die Frage bezog sich in ein digitales Modellieren. Also wir modellieren ja erstmal analog. Beziehungsweise wir brauchen ein Medium zum Modellieren. Das heißt, wir modellieren natürlich nicht so, dass wir uns an den Schreibtisch setzen und alle Schüler sich in so einer Traube um uns herumstellen, sondern mindestens an der Tafel, wenn nicht am Beamer. Und bezogen auf das digitale Arbeiten, ja, das ist so ein bisschen komplexer. Also wenn man
Wie soll ich das erklären? Wenn man davon ausgeht, dass Schreiben in einer digitalen Umgebung bestimmte Schreibprozesse anders ablaufen und Vorteile mit sich bringen, wie kann ich dann den Fokus darauf legen? Oder, also nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, Synonymwörterbuch, wo kann das dann angesetzt, Moment, Moment, Moment. Lesen sind wir jetzt. Ach, die Aufgabe ist nicht mehr drin mit dem Synonymwörterbuch. Ja, also das ist, ich verstehe die Frage nicht so recht. Kann jemand anders was dazu sagen? Hier fehlen auch Informationen aus der Tabelle, das wird nicht komplett angezeigt. Ehrlich gesagt sehe ich keine Frage. Ehrlich gesagt sehe ich keine Frage. MZ? Ja, nee, bei MZ? mir ist nichts. Da ist das letzte, also Ja, ich nee, weiß bei nicht, mir ob ist das nicht hier mehr. nicht mehr. Ich glaube, wir sind aber auch durch Ich jetzt. glaube, wir haben alle auch wieder ein bisschen Echo drin. Genau, sind jetzt auch so ein ich wollte gerade sagen, wir haben alle auch wieder ein bisschen Echo drin. Genau, sind jetzt auch so ein bisschen am Ende der Zeit. Vielleicht nur so eine ganz kurze Abschlussfrage, die ich noch hätte, natürlich ein bisschen Corona-bezogen, wäre einfach nur, was glauben Sie jetzt nach Corona? Ist diese Frage digitale Schreibtools und so weiter, wird das nochmal verstärkt nachgefragt, wird das nochmal einen Auftrieb bekommen? Das ist wahrscheinlich jetzt, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Und wie glauben Sie, wie danach Ja, vielleicht darüber kann gedacht ich kurz wird? was dazu sagen. Also wir sehen es ja schon an unseren Schulen, die wir jetzt für die Studien gewinnen konnten, dass das Interesse an didaktischem Input für den Einsatz digitaler Materialien und Medien im Unterricht einfach, dass da das Interesse wirklich groß ist, weil das halt ja jetzt schon erstmal viele irgendwie so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurden und Dinge nutzen mussten, von denen sie, ja, die sie vorher nicht kannten, wo sie nicht wussten, wie sich das nutzen lässt. Und naja, es gab jetzt auch wenig Gelegenheit, die Schülerinnen und Schüler einzuführen in diese Methoden. Also jetzt vielleicht über den Sommer hinweg schon, aber gerade im ersten Lockdown war es ja wahrscheinlich so, dass viele Schülerinnen und Schüler auch die Sachen nicht kannten. Und das, was wir jetzt so bisher entgegengebracht bekommen haben und auch das, was ja einfach die Zukunft hoffentlich bringt, dass die Schüler, dass die Schulen eben auch immer weiter ausgestattet werden mit iPads, mit Laptops, mit WLAN. Ich denke, das wird ja einfach schon gezwungenermaßen mit sich bringen, dass man sich über didaktische Fragestellungen und didaktische Methoden da einfach viele Gedanken machen muss. Und wir hoffen natürlich, dass wir damit jetzt genau ins Schwarze treffen und bei den Schulen, wo wir jetzt da angesprochen, wo wir da anges die wir jetzt angesprochen haben, die sind natürlich auch schon da relativ, ja, die haben da schon einiges. Also die haben zum Teil schon iPads und die haben natürlich dann entsprechend auch großes Interesse daran, ihre Kompetenzen da zu erweitern und da eben auch, ja, auf Lehrerseite natürlich im Fortbildungsbereich sowie auch auf der Schülerseite, dass sie das den Schülerinnen und Schülern dann auch näher bringen. Okay, super. Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Genau, hoffe ich auch, dass Sie ins Okay, Schwarze super. treffen. Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Genau, hoffe ich auch, dass Sie ins Schwarze treffen. Oder ich bin mir sicher, dass Sie da ja Ihnen allen dreien ins Schwarze treffen, auch nach der Corona-Zeit. Ja, und darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen dreien für den schönen Vortrag und das interessante Design und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg und auch, dass das dann wieder klappt, dass Sie wieder in die Schulen kommen. Und wie gesagt, ich weiß den Termin nicht genau, aber verweise auch nochmal auf die Spezialsitzung, die wir haben zum Thema Schulen und Kommunikation mit Schulen in Zeiten von Corona, wo die Projekte angesprochen werden. Genau, da würde ich mich auch freuen, wenn Sie daran teilnehmen. Genau, und wünsche dann allen einen schönen Nachmittag Dankeschön. und dann bis nächste Woche.